Ja, guten Morgen hier oben aus Schmidt, mit DT im Übrigen. Ja, wenn wir die Hoffnung hatten, dass es hier heute Nacht noch schneit, Gegenteil ist der Fall. Irgendwie noch alles weggetaut über Nacht. Tja, also Schneespaziergang ist irgendwie heute auch nicht machbar. Ja, hat sich noch ganz gut gefühlt hier der Platz. Ja, da steht der Scotty. Also einer, hinten sind noch zwei. Aber war eine ruhige Nacht und jetzt wollen wir mal gucken, ob es jetzt Frühstück gibt. Dazu muss ich allerdings erstmal hier rüber und mal höflich klopfen. Klopf, klopf. Will da jemand rein? Naja, ich hätte Lust auf Frühstück, ne? Also, na gut, dann komm. Wenn das gestattet ist. Guten Morgen. Sind die Eier? Guten Morgen. Tja, und da sitze ich wieder, ne? Ach, und diese Zuziehhilfe. Traumhaft. Toll. Und Häusers haben neue Eierwärmer. Ja. Aber wir haben keine Eierbecher, die armen Leute. Doch. Ach doch, da unten drunter. Guck mal, die haben sogar lustige Eierbecher. Okay. Mit Gesicht. Ah ja. Wahnsinn. Das Tee habt ihr? Braucht ihr kein Wasser mehr? So, nee, wir muss ich erstmal meinen Stuhl hier drehen. Was ich vergessen habe, sind tatsächlich... Ja, ich habe mich auch fein gemacht heute Morgen für das Frühstück. Und das Schöne hier mit Häusers ist tatsächlich, wenn das heißt 10 Uhr Frühstück, ist 10 Uhr Frühstück. Ne? Wenn das heißt 14 Uhr ist Treffen, dann ist 14 Uhr hier Treffen. Also auch gestern Abend Punkt 19 Uhr war dann hier. Also das ist so. Nicht dein Ding, oder? Doch, genau so brauche ich das. Also wenn es ums Essen geht, immer pünktlich. Ja, so sieht das hier aus, ne? Walter kämpft mit der Mandarine. Dünne Schale. Die macht man nicht mit dem Messer, macht man mit den Fingernägeln. Löffel. Ach so. Okay. Das ist einfacher sauber zu machen als die Fingernägel. Ja, die Reiseleitung hat dann für gleich noch eine Wanderung angesetzt zur schönen Aussicht. Bin mal gespannt, ob das in Landstreicherei endet oder wie lange wir da unterwegs sind. Brauchen wir da Bergausrüstung oder Seil? Kompass. Ja, ja. Stiefel. Taschenlampe. Ja. Falls wir uns verlaufen, ne? Wir gehen die Nacht rein. Ja. Wir gucken. Proviant mit. Proviant, ja. Auf jeden Fall was zu trinken. Ja, auf geht's jetzt. 5 Stunden haben wir angesetzt. Eine Runde um den Ruhrsee. Ohne Proviant natürlich. Aber. Alter, 5 Stunden werden wir brauchen, ne, für eine Runde. 4,5, ja, okay. Nicht übertreiben. Ja, nee. Das muss ja. Also langsam angehen lassen im neuen Jahr. Ja, so machen wir das. 4 Stunden laufen. Wo eine Straße außenrum gibt, die man mit dem Auto fahren kann. Nee. Machen wir nicht. Also tatsächlich sind wir nach 30 Sekunden da, wo wir hinwollen. Hat jetzt gar nicht rentiert, die Schuhe anzuziehen. Da hätte ich auch mit meinen Schlappen hinlaufen können. Ne? Aber zumindest die Aussicht sieht ganz nett aus. Thank you.
Isländer. Das ist ein Isländer? Ja. Schau mal hier, du hast so ein hübsches Gesicht. Ja, das war jetzt eine Mordswanderung. Puh. Kaputt. Jetzt fahren wir ein Stückchen weiter hier von Schmidt mit DT zur, ja, wie nennt man das? Ordensburg Vogelsang? Ich glaube ja. Ja. Dieser. Muss mich ja nachher mal schlau machen. Nennen wir es mal ganz vorsichtig: Bildungseinrichtung der Nazis hier oben in der Eifel. Und ja, da werden wir euch nachher noch ein bisschen was zeigen. Walter fährt vor, der kommt hier oben aus der Region. Der hat Ortskenntnis. Ach. Nö, aber war ein ganz netter Platz hier zum Übernachten. Alles gut. Ja. Photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. Ja, wir sind jetzt in Vogelsang. Das Ganze läuft jetzt wieder unter der Rubrik Kunst und Kultur. Mehr kulturhistorisch. Das Ganze war eine, ich habe es eben schon mal gesagt, eine Art Bildungseinrichtung der NSDAP. Hier oben in der Eifel. Und ist mit Abstand das größte Bauwerk aus der Zeit, was noch erhalten ist. Also ich glaube noch größer als die Bauwerke in Nürnberg auf dem ehemaligen Reichsparteitaggelände. Das Ganze steht unter Denkmalschutz. Und ja, habe ich eben gesehen, also ich glaube 50.000 Hektar, ne? Also ein riesiges Areal, was die hier haben. Jetzt laufen wir hier mal rum. Da hinten sieht man, Walter, was war das da drüben? Panzer? Das sind Rampen für Panzer, für Schießübungen. Ah, okay. Haben die früher hier ordentlich genutzt, viel rumgeschossen. Mal hier mal unseren Reiseleiter, der kann halt wesentlich besser erklären als ich. Ja, man hört es, wenn man von hier kommt, wenn die am Schießen sind. Aber du hast das ja 36 nicht noch live miterlebt, ne? Aber 54. Da waren die hier noch aktiv. Okay. Da vorne laufen sie. Ja, die ehemaligen Hundezwinger. Ja, in und out, natürlich keine deutschen Wörter. Das Ganze war nach dem Krieg bis 1950 von den Engländern genutzt als Kaserne. Und von 50 bis 2005 war das eine Kaserne für die belgischen Streitkräfte. Und ja, seitdem wird das Ganze hier als Denkmal, Erinnerungsstätte, wie auch immer, hergerichtet. Und ja, da laufen wir jetzt mal runter. Häschen, alles gut? Ja. Da ist sie. Ja. Ganz viel Wanderung heute, ne? Mein Gott. Ja.
Ja, das war mal so ein kleiner Rundgang hier in der Ordensburg Vogelsang. Könnte man sich natürlich noch länger aufhalten. Gut, jetzt ist das Museum, alles ist geschlossen. Aber schon beeindruckend. Und liegt natürlich landschaftlich hier traumhaft in der Eifel. Ne? Ja, Walter führt uns jetzt wieder zurück zu den Autos. Und sucht, schaffen wir gerade noch so. Und sucht uns dann noch einen schönen Platz. Ach, bist du schon wieder auf für die Nacht? Teil? Ja, natürlich. Ich filme ja. Ach. Ich bin ja der Chronist quasi und muss ja sehen, dass die Arbeit ein bisschen verteilt wird. Also Organisation ist Birgits Sache. Ach so. Also suchst du uns jetzt den Platz. Du hast keinen Park verneit. Gut, also kommt Walter wieder ins Spiel. Ja, ich denke, wir werden schon irgendwas finden hier oben. Nach unserem letzten Rennen sagt der Dirk. Gucken wir mal. Ja, wir haben den nächsten Stellplatz erreicht. Allerdings gibt es hier unten tatsächlich keinen Schnee mehr. Wir sind jetzt in der Nähe von Stolberg bei Aachen. Und ja, oben auf den Höhen in der Eifel war alles tatsächlich gerammelte voll mit Schlittenfahrern und Spaziergängern. Deswegen sind wir hier runter in so ein Seitental. Hier ist auch sonst nichts außer diesem Bach. Und von daher alles gut. So, ich nehme euch jetzt mal mit in den Avanti. Weil ich bin heute Abend für die Essenszubereitung zuständig. Und nein, ich muss keine Würstchen grillen. Keine Sorge. Es gibt heute Abend mal wieder rheinischen Düppekuchen. Den habe ich vor gut einem Jahr schon mal vorgestellt. Eine rheinische Spezialität aus geriebenen Kartoffeln. Ich mache es mir aber wie immer einfach. Und da gehen wir jetzt mal ins Auto. Machen wir die Heizung an. Und dann kochen wir mal. Ja, da wir das Ganze jetzt für 4 Personen machen, brauche ich natürlich die doppelte Menge. Also, wir brauchen, mal gucken. Ich habe hier wieder diesen fertigen Reibekuchenteig. Dann 3 eingeweichte Brötchen. An der Stelle noch herzlichen Dank an Kai von Travel Camping Living. Die sind nämlich noch aus der Schweiz. Mettwürstchen, dann Schinken oder Speck. Paar Eier und ja, ein bisschen Pfeffer, Salz, Muskatnuss und dann reicht das Ganze. Ja, das ist jetzt wirklich nichts Wildes, das wird jetzt ein bisschen zusammengeschüttet und dann in 2 Omnias verteilt. Und dann brät einer nachher hier und der andere drüben bei Birgit und Walter und das Ganze dann ungefähr 2,5 Stunden, dann ist das fertig. Also starten wir. Ja, als erstes habe ich die Brötchen in 2 mehr oder weniger gleich große Hälften, Portionen aufgeteilt. Wichtig ist, dass er die gut ausdrückt und nachher dieses Wasser, was da noch drin rumkommt, auch noch hier ausschüttet. Ne? Sonst wird es nachher zu matschig.
Jo, und jetzt fangen wir mal hiermit, glaube ich, an und schneiden die mal klein. Ja, Tipp von mir, wenn ihr mal irgendwann einen YouTube-Kanal macht, ganz wichtig ist, dass ihr euch in der Bedienung eurer Kameras wirklich sehr sicher seid. Ja, ich habe also jetzt den ersten Düppekuchen schon fertig und habe die gesamten Aufnahmen im Zeitraffer gemacht. Das wollt ihr nicht sehen. Deshalb machen wir jetzt den zweiten Düppekuchen dann tatsächlich gemeinsam. Also den ersten hat der Walter gerade schon abgeholt, der brutzelt drüben. Ich habe die Würstchen geschnitten. Wie gesagt, die erste Hälfte ist schon drüben gelandet. Und, ups, ja, so sieht das hier jetzt aus. Also die erste Hälfte der Brötchen ist schon weg, das ist die zweite Hälfte. Hier kommen jetzt ungefähr anderthalb von diesen Eimerchen rein. Das macht man natürlich im Original mit frischen Kartoffeln, aber die reibe ich hier tatsächlich nicht im Avanti. So, und ja, machen wir es nochmal, ne? Kein Problem. So, ich hoffe, das ist jetzt tatsächlich nicht schon wieder ein Zeitraffer. Also, hier kommen die Hälfte der Würstchen noch rein. Genau, die haben wir hier. Dann die Hälfte der Brötchen. Dann hier so, was sind das? 250 Gramm Speck oder Schinken. Kann man natürlich auch selber würfeln, ne, wenn man jetzt da unbedingt Lust drauf hat. Ne. Hat die jetzt nicht, deswegen kaufe ich fertig gewürfelt. Ja. So, da haben wir noch einen Rest aus dem von Birgit und Walter. Und dann nehmen wir hier den noch. Jetzt mal gucken, ob der noch ganz da reingeht. Ja, das müsste aber eigentlich reichen. Ja. Dann ein bisschen Pfeffer. Ja, ansonsten die Masse hier oben, die ist schon gewürzt, ne? Und der Speck gibt auch noch genug Salz. Also Salz tue ich da hier keinen mehr rein. Bisschen Muskatnuss, wichtig. Der sieht im Gewürzschrank in der Regel ähnlich aus wie das Zimt. Bitte nicht verwechseln. So, und dann kommen wir noch dazu. Zwei Eier. Einmal. Zweimal. Jo. Und jetzt muss das Ganze durchgeknetet werden. Das macht man wirklich am besten mit den Fingern. Das mit einem Löffel ist, ja, kann man, aber meine Oma hat das auch immer mit den Fingern gemacht und deswegen mache ich das auch mit den Fingern. Ja, für vier Personen ist das natürlich aus einem Omni ja viel zu wenig. So sieht das normal aus. Da wir im Moment keine Silikonform haben für unseren Omnia, müsst sparen. Nee, die war richtig üselig. Habe ich die jetzt mal eingefettet mit Olivenöl. Olivenöl haben wir ja seit unserem Griechenland-Urlaub mehr als reichlich. Und jetzt kommt die Masse da einfach rein. Ja, normalerweise wird das in einem gusseisernen Bräter gemacht. Aber könnte man auch mal versuchen, wäre eine Idee, in so einem Dutch Oven, auf einem offenen Feuer. Aber da muss man natürlich 3 Stunden sehen, dass man Hitze hat. Ne? Weil 2,5 bis 3 Stunden braucht er. So, denkt beim Omnia immer dran, dass er dieses Ding hier nicht vergisst. Weil sonst wird es schneller schwarz, als man gucken kann. Ne? Jo, und ansonsten jetzt 15 Minuten, würde ich mal sagen, volle Möhre.
und dann gut 2,5 Stunden bei kleiner Flamme abbacken. Ja, und ich habe jetzt die große Aufgabe hier, das ganze Chaos wieder aufzuräumen. So, Dille, da wollen wir doch mal reingucken. Na, das braucht noch. Oi, oi, oi. Ja gut, der war natürlich super voll, ne? Habt ihr schon mal so kleine Socken gesehen? Nein, die sind nicht für uns. Nein. Also bevor jetzt hier wieder irgendwelche Gerüchte aufkommen, ich stricke im Auftrag. Nee. Also kommt mir hier nicht mit dummen Gedanken. Das Thema ist durch. Nix gegen Kinder, ne? Aber mit fast 50 hier jetzt nochmal von vorne anfangen. Nein. No. Tun wir nicht. Dauert dann doch länger als erwartet, das Ding. Aber das Schlimme ist halt der Geruch, ne? Das riecht dann immer so lecker hier im Wohnmobil. Dass man schon richtig Kohldampf ja, hat. Das Einzige ist, es riecht im Scotty drüben genauso lecker. Und Walter muss dann genauso leiden. Richtig. Tja, da stehen sie, die zwei. Gut, ich gebe zu, das ist ja unser alter Omnia, der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Ne? Angeranzt. Angeranzt, ja. Jo, fehlt noch der Walter? Da irgendwo. Kommen Sie rein, junger Mann. Weil da mit dem jungen Mann natürlich bei Gott gelogen war, ne? Aber ach, kommen Sie aus nochmal, ich höre das. Junger Mann. Dankeschön. War bei Gott gelogen. Nein, alles relativ. Kommen Sie rein, machen Sie die Tür zu und denken Sie dran, wir haben keine Zuziehhilfe. Macht er jetzt? Ja, kannst du den Tisch so sieht das aus. Ich hab's. Stimmt, da war doch noch. So sieht der aus. Und so, wenn er auf dem Teller ist. Sehr lecker. Sieht lecker aus. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn ja noch nicht probiert. Sieht er aus. Achso, er sieht aus. Ja, sieht das heißt nichts. Sieht sehr nix. Lecker aus. Oh, gerochen hat er auch schon seit Wochen, Stunden, Tagen. Apfelkompott. Quark. Ihr seid pervers. Ein Löffel für den Quark. Achso, stimmt. Du hast nicht mitgebracht, Walter. Ne? Das ist nicht schlimm. Ihr seid einfach nur. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Löffel. Oder Frischkäse. Was ein Aufwand, ja. Hier mit vier Lachs, Leuten. Das ist auch lecker. Ich glaube, wollen wir heute probieren. Also, in dem Sinne erstmal guten Hunger und Walter. Lecker. Genau, wir haben ja noch einen. Also, nicht wie bei armen Leuten hier. Ja, ist. Ja, nachdem die Bande den ersten jetzt schon komplett vertilgt hat hier. Nee, hier ist noch ein Stück. Ja, du bist ja eigentlich schon die ganze Zeit am Essen, ne? Das ist jetzt bei Gott gelogen. Ach, ist ja gar nicht wahr. Also ich sag mal, wer den Walter von der Seite sieht, da kann ich mit der könnte mir könnte vorstellen, dass ich die Wahrheit sage. Ne? Jetzt. So, das war jetzt der hier, das ist jetzt der zweite, der nicht in der Silikonform war. Den haben wir mit griechischem Olivenöl ein bisschen eingefettet. Und macht aber auch einen guten Eindruck. Ja klar, habe ich auch gemacht. Macht eine schlanke Figur. Wer, du? Also es wäre noch was übrig. Aber hier, die Gemeinde ist irgendwie, selbst der Walter. Selbst ich. Puh. Ist satt. Ja. Naja, kannst du dir was mitnehmen. Zum Frühstück. Zum Frühstück, genau. Wenn jetzt Kai hier wäre, der könnte den morgen früh zum Frühstück essen. Das schafft er nicht alles. Ja. Den hätten wir uns satt gekriegt heute. Mit Sicherheit. Naja. Ja. Das hätte noch funktioniert. Jo, Dille, heute geht's da weiter. Tu mal da die Schnapsgläser weg, das sieht hier aus wie bei Sprittis daheim. Aber Birgit hat Eierlikör selbst gemacht und ich kann allem widerstehen, aber nicht selbstgemachtem Eierlikör. Jetzt wissen die Mädels draußen, womit sie dich kriegen. Mmh, das muss nicht unbedingt von Mädels hergestellt sein, das ist mir völlig egal, Hauptsache Eierlikör. Oh, köstlich. Ich weiß nicht, warum das da immer wieder rausfluppt. Eierlikör. Also erstmal sind es nur Becherchen. Genau. Schokobecherchen. Mm.
Mach keinen Scheiß. Ja. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Egal. Egal. Das ist unser Glas. Das ist dein Glas, ja. Mein Glas. Ja. Und da ja hier auch Kinder zugucken, werden wir jetzt mal die Sauferei nicht mehr hier in dem Video übertragen. Ich gebe gleich noch ein Laut, wer hier beim Kniffel gewonnen hat. Gestern Abend hat übrigens Sonja gewonnen. Mit großem Abstand. Nee, es war nicht viel. Och. Es waren keine 20 Punkte. Nee. Zu mir. Also, und Birgit war... Doch, es waren 20. Es waren sogar 22. Birgit war Letzte. Eine muss ja Letzte sein. Ja, was die Familie Häuser dann natürlich im Doppelpack auf die hinteren beiden Plätze gehoben hat. Aber egal. Guck mal. War nicht so voll. Lieber bei mir nachher nochmal. Du bist noch einen zweiten Becher, Max. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch kennt, ne? Wenn man so Besuch hat und eigentlich denkt, ach, es wäre eigentlich auch ohne den Besuch ein ganz netter Abend geworden. Lalalalala. Sei still. Jedenfalls, jetzt haben die beiden schon die große Ehre, heute Abend auf Sonja und meinem Platz sitzen zu dürfen, ne? Und dann benehmen sie sich heute Abend echt hier liederlich. Aber zumindest Sonja hat die Ehre gerettet. Wobei, willst du nochmal nachzählen? Oder willst du den Videoschiedsrichter befragen? Ist nur sauer, weil er Letzter geworden Ich bin allerletzter geworden. Verloren. Aber der richtig, der Letzte. Also so schlecht habe ich seit Jahren nicht mehr gekniffelt wie heute Abend. Aber ich sitze auch hier auf einem völlig falschen Platz. Und ich habe zu viel Eierlikör getrunken. Also in dem Sinne erstmal von hier. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Ich dachte, du wolltest jetzt nach Hause, Walter. Nein. Jetzt schüttet sich noch das Glas voll. Ich wollte die Würfel wieder in den Becher tun. Ach, bleibt nichts erspart heute.